Wir, die Leftlane GmbH, möchten euch etwas zurückgeben und verschenken 3 nagelneue Motorräder zum Winterdrop am 11. Dezember. Aber wie nimmst du daran teil? Wir haben ein Ticketsystem eingeführt, bei dem du für jeden Euro, den du im Shop ausgibst, jeweils ein Ticket bekommst. Hier seht ihr eine Beispielrechnung für alle, die beim Matheunterricht Kreide holen waren. Omegalul. Mit etwas Glück ist eins deiner Tickets dann der Schlüssel zu deinem neuen Motorrad. Die Bikes werden dann persönlich von dem Mann ohne Haare zu euch nach Hause geliefert. Mein Beileid an der Stelle. Wir drücken euch die Daumen und jetzt viel Spaß mit dem nachfolgenden Video. Hallo und herzlich willkommen zu einem erneuten Video von mir. Junge, scheiße, sehe ich cool aus. Also Freunde, ihr seht schon, heute wird sehr turbulent. Meine Hände sind schwitzig, ich bin sehr aufgeregt, weil heute werde ich womöglich eine Near-Death-Experience haben. Freunde, ich mache es ganz kurz und knapp. Der Fiat und ich, wir beide werden heute fliegen. Ja, also ich werde heute mit dem Fiat fliegen. Guck mal, ich habe mir einfach so einen Steißbeinschutz gekauft. Bruder, ich sehe aus wie ein cooler Stuntman. Okay, let's go. Verdammt, ich mach das ja wirklich, oh Gott. Also Freunde, guten Morgen von mir aus München. Ich befinde mich hier gerade im Fiat. Wir steigen einmal ganz kurz aus. Ich erkläre euch jetzt die folgende Sachlage. Ich möchte von Beginn an sagen, alle Stunts, die hier heute in diesem Video ausgeführt werden, werden auf einem Privatgelände gemacht und von professionellen, engagierten, coolen, auch hübschen und mit vollen Haar Stuntmans, also ausgeführt. Wir werden heute Geschichte schreiben. Also Freunde, ich will euch ganz kurz erklären, was jetzt hier gleich passieren wird. Oh Gott. Ich habe eine Zeit lang nachgedacht, was machen wir mit dem Fiat? Ich habe im letzten Video mit dem Fiat drüber geredet, als wir ihn getuned haben, der wirklich immer noch wunderschön ist. Was mache ich mit dir? Verschenke ich dich an Zuschauer? Ja, wäre cool. Da ist bloß das Problem. Das Ding ist, glaube ich, nicht verkehrssicher. Also es fühlt sich zumindest nicht so wirklich an. Und ich will euch nicht ein Auto schenken, wo ihr dann vielleicht irgendwie noch einen Unfall baut, weil der nicht safe ist auf der Straße. Auto verschenken fällt schon mal weg. Zweites Szenario, Rennstrecke. Ja, wäre doch cool. Mit dem Fiat auf die Rennstrecke ein bisschen Motorsport? Nein, ich dachte mir, wäre zu langweilig. Also weil der hat, wie viel PS hat der? 30 PS oder so? 40, 50 PS, keine Ahnung. Was will ich damit auf der Rennstrecke? Also, es wäre schon lustig so. Vor allem von außen wäre das irgendwie lustig gewesen. Aber ich dachte mir so, na, da fehlt mir irgendwie ein bisschen der Kick. Und jetzt bin ich auf eine glorreiche Idee gekommen. Ich werde mit dir fliegen heute. Wir werden fliegen wie ein Vöglein durch die Luft. Ich sag euch ehrlich, das ist wirklich gefährlich, was ich hier heute mache. Als ich die Idee gehabt habe, mit dem Ding zu springen, okay, da dachte ich noch so, wow, geil, easy, wird ein cooles Video. Ich baue mir dann eine Rampe, fliege ein bisschen durch die Luft, komme auf, alles entspannt. Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr ist mir irgendwie bewusst geworden, wie dumm das eigentlich wirklich ist. Also das ist auch wirklich gefährlich. Ich habe mir da gestern auch, gestern Nacht, ey, ich konnte nicht schlafen. Ich habe mir wirklich noch Videos angeguckt, wie Leute mit solchen Autos über Rampen springen. Und das kann wirklich ins Auge gehen. Meine größte Angst ist wirklich, dass ich mich irgendwie überschlage und irgendwie eingedrückt werde, weil es ist halt... Das ist Blech, Digga. Hört ihr das? Also das knickt ja jetzt schon fast ein, wenn ich dagegen trete. Das ist meine größte Angst. Aber ich will gar nicht so viel rumquatschen, Freunde. Heute ist auf jeden Fall Tag, der in die Geschichtsbücher eingehen wird. Drückt mir bitte die Daumen, dass ich hier nicht mit dem Rollstuhl heute rausgehe aus dem Video. Bin guter Dinge. Wir werden jetzt noch schnell tanken gehen. Und dann fahren wir auch schon zu dem Spot, wo ja heute alles passieren wird. Gott, verdammt, ich bin aufgeregt. Okay, hallo Freunde, da bin ich. Ich bin jetzt da. Oh, schöner GT3. Hier steht schon auch sehr, sehr schöne Autos, sehe ich gerade. Alter, ein E92 M3, Bruder. Hier wird es irgendwo alles stattfinden. Ich weiß jetzt noch nicht, wo meine Freunde sind, die das Ganze hier organisiert haben für mich. Ich weiß jetzt noch nicht, ob die Rampe schon steht oder ob wir die erst aufbauen müssen. Keine Ahnung. Oh Gott, ich bin aufgeregt. Gott, verdammt. Alter. Leute! Ja, grüß dich mal lieber, oder wie geht's da? Schönes Auto. Da geht's gut mal. Steht die Rampe schon? Haben wir gerade dabei, ich war in Construction, verstehst du? Soll ich dir nachfahren? Lass mal nachfahren. Machen wir so. Ich hab Angst. Das ist berechtigt. Die sind alle krank, das habt ihr doch jetzt schon wieder gesehen. So. Schöner Fahr, du rast von da hinten an mit deinem Auto, springst da weg und einfach ins Feld rein. Ja, das war brutal. Wie hoch wollt ihr denn die Rampe bauen? Ja, du sollst ja ein bisschen springen, Meter, das andere kannst du so einfach. 2 Meter? Ja, mindestens. Und wie lange fliege ich dann? 3-4 Minuten. Habt ihr sowas schon mal gemacht? Nein. Ach du Scheiße, Digga, was sind das für kranke Leute hier? Das habe ich mir hier irgendwie professioneller vorgestellt. Die machen sich alle drüber lustig, aber ich bin hier, also das ist eine Nahtoderfahrung für mich. Junge, der fährt hier jetzt mit einem Lastwagen. Was wird das hier für eine kranke Scheiße? Ich fühle mich hier wie bei Nitro Circus oder so Zeug. Junge, was ist das hier für eine gestörte Scheiße? Ich habe keine Ahnung. Wenn ich hier drauf gehe heute, dann sag schon mal Eltern, dass ich es geklebt habe. Das machen wir. Okay, also die Idee ist jetzt, wir bauen hier die Rampe und ich springe ins Feld rein. Das können wir so als grünes Ende machen. Zuerst mal probieren wir eine kleine Rampe da. Aha. Das ist dann das... Der Tod. Das grüne genau. Ende ist dann, dass wir in die Luft sprengen. Ja.
Also ich kann euch jetzt schon mal eins sagen, die Leute hier haben alle und wirklich alle komplett ein an der Waffel, Digga. Also wirklich komplett. Und ich weiß nicht, ob mich das beruhigen sollte oder... Nee, warum sollte mich das beruhigen, wenn die einen an der Waffel hat, Digga? Das ist beunruhigend. Gott verdammt, Digga, ich kann nicht glauben, dass ich gerade wirklich hier bin und die Scheiße hier wirklich mache. Ich möchte auch noch mal eins dazu sagen. Bitte macht sowas nicht nach. Ich kann jetzt nicht einschätzen, wie gefährlich das ist, aber es ist auf jeden Fall dumm und gefährlich, okay? Also macht das bitte nicht nach. Ja, was macht der denn da? Das ist ja eine 3-Meter-Rampe. Ja, nein, jetzt zieh dich schon auf, scheiße, das weiß ich nicht, ob das gut schaut. Können wir nicht mal normale Sachen machen, Otto? Im nächsten Leben solltest du vielleicht so Ranked-YouTuber werden oder so. Ich denke es mir gerade wirklich, warum kann ich nicht einfach so normalen Scheiß machen, so Call of Duty spielen, Fortnite? Ja, hallo? Okay, also die Rampenfortschritte sehen eigentlich ganz gut aus bis jetzt. Das ist die Rampe. Ich glaube, Plan ist, ich springe erst hier drüber und danach wollen die, dass ich in das Feld reinspringe. Also das ist bis jetzt das, was ich so verstanden habe und mitbekommen habe. Oh ja, das sieht gut aus. Springt der jetzt, oder was? Ja. Das sah jetzt nicht so spektakulär aus, oder? Oh, ich glaube, jetzt nimmt er richtig Anlauf. Wie schnell bist du jetzt gefahren? 90 ungefähr. Okay, gut, danke. Also Freunde, wir haben jetzt hier die Rampe aufgebaut. Hier ist die Rampe. Das heißt, ich werde von hier hinten gleich anfahren und drüber jumpen. Ich habe nur wirklich Angst, dass ich da hinten dann in diesen Hänger reinknall oder so. Was ist, wenn die Airbags rausknallen? Ich habe keine Ahnung, wie das verkracht sind. Also, Otto fährt mit mir mit. Ich habe jetzt nur echt Angst mit den Airbags, Digga. Nicht, dass die jetzt aufgehen, weil ich habe mal gehört, dass man sich da auch... Ich habe wirklich Angst wegen den Airbags, weil wenn die aufgehen, kann man sich da nicht was brechen und so ein Zeug. Christoph, wie schaut's aus mit Airbag? Ist da drin? Ja, ja, aber ist das nicht gefährlich? Ah, hier war schon mal zwei. Der Airbag ist für... Ich ziehe jetzt hier nochmal kurz meine Schutzkleidung an. Ich wusste ganz genau, dass sie mich auslacht, wenn ich das Ding hier anziehe. Ja, ich dachte mir als Safety first. Du hast doch auch einen Helm. Ich habe so ganz steiß beim Protektor drunter. Ich fühle mich ein bisschen schlecht jetzt, dass ich so kompletten Schutz habe und du einfach normal hier drin sitzt mit Helm. Also, ich werde jetzt mit dem Fiat fliegen. Wie machen wir es? Wir fahren einmal hier rechts rein und holen Schwung, oder? Ja. Weil ich habe wirklich Angst. Alter, Junge, nicht, dass ich hier stecken bleibe. Oh nein! Warte, vorwärts. Okay, also Freunde, wir sind hier gerade stecken geblieben im Schlamm. Das soll einfach nicht sein. Ach du Scheiße. Alter. Ach so, ja. Alter. Okay, wir sind raus. Ich hoffe, der Airbag geht nicht auf. Okay, 3, 2, 1. Scheiße. Oh Gott, oh Gott. Alter. Oh, der raucht. Oh mein Gott, scheiße, der blutet. Gut, ich habe jetzt gerade schon gedacht, ich bin hier durch, das Video ist zu Ende, aber nein, die wollen jetzt hier eine Rampe bauen und dann springe ich quasi von hier, nehme ich Anlauf, springe dann hier drüber und dann springe ich da ins Feld rein. Aber das war gerade lustig, das hat Spaß gemacht. Also das machen wir jetzt damit gescheit Anlauf, gell? Da nimmst du unten einen Anlauf und dann fährst du aber wirklich mit 60 km/h. Ja, also 50 mindestens. Gott verdammt, das war jetzt ja gerade noch lustig, weißt du, da habe ich Spaß gehabt gerade. Aber jetzt habe ich wirklich Lebensangst, ja. Weil da geht es ja nach der Schanze geht's ja runter, gell? Alter, das ist ja halt schon eine Rampe, eine richtige Rampe. Gibt es ein Krankenhaus in der Nähe? Ja, schau mal in die Richtung. Da ist der Friedhof. Ich schmeiß dich hier runter, du Wichser. Hier soll ich reinspringen? Das wird nichts, hier werde ich reinspringen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass die Dinger hier ein bisschen Schutz geben werden. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Alter, das ist so... Ey, ich sage euch ganz ehrlich, das, was ich jetzt hier gerade mache, ist, glaube ich, eine der dümmsten Sachen, die ich jemals in meinem Leben gemacht habe. Oh Gott, verdammt, das ist eine 3-Meter-Rampe oder so und die geht in ein Feld rein. Und hinter der Rampe geht es nach unten. Ich bin ganz ehrlich mit euch, ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier gleich machen werde. Also ich fahre jetzt drauf zu. Die meinten alle, ich soll schnell fahren. Ich soll mindestens 60 km/h oder so fahren, weil sonst springe ich quasi über die Rampe drüber und der ditcht dann quasi vorne ein und das wäre halt gar nicht gut, wenn der quasi mit der Schnauze auf den Boden einprallt. Deswegen muss ich halt schnell sein. Die meinten so 60 km/h. Okay, also ich mache jetzt einfach nach Gefühl. Ich gebe jetzt Gas und guck einfach mal, die Fenster mache ich nach oben. Alter Gott, verdammt, ich habe gerade so Angst. Wir fahren jetzt einfach drauf zu. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, die denken, ich springe, aber ich springe nicht. Oh Gott, nein! Ich kann das nicht. Oh Gott, das ist jetzt so unangenehm. Die warten ja alle, dass ich es mache, aber ich mache es einfach nicht, weil ich ein Schisser bin. Oh Gott!
Ich kann das nicht. Ich kann das einfach nicht. Ich habe gerade wirklich gedacht, ich schaff's, aber ich krieg das nicht hin. Es ist zu hart. Guckt euch mal bitte an, wie es da runter geht, Gottverdammt. Wir müssen hier abbrechen, ich schaff das nicht. Komplett easy. Ehrlich, ich schaff das nicht. Komplett easy. Habt ihr da Emoji geschrieben oder was? Das ist echt süß. Du machst das jetzt oder was? Ja, sicher. Das ist absolut geisteskrank. Richtig am Gas immer bleiben, Alter. Bitte, ich hoffe, dass da nichts passiert. Ah, gar nicht mal so schlimm gewesen. Ab sofort bin ich Emoji Stuntman. Also Freunde, Fazit vom Video, ich bin Versager. Nein, du bist aufgesprungen. In den kleinen Hügel bin ich gesprungen. Danke dir nochmal, dass du das gemacht hast für mich. Das sah echt crazy aus. Das ist ein wunderschöner Ausblick hier, ist romantisch. Check gerne deinen Kanal ab, du machst mehr solche Sachen dann halt auch. Also gut, ja Freunde, ich hoffe, euch hat es irgendwie gefallen. Wir versuchen jetzt hier irgendwie den Fiat irgendwie rauszukriegen. Bis zum nächsten Mal, tschüssi. Habt ihr VIP-Tickets bucht oder wie?